Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mounts-Achievement-Guide präsentieren. Und heute geht es hier einmal um dieses schicke Handmount. Das ist einmal der Armreif von Salagra oder Hand von Salagra. Das Problem ist, im Achievement steht Armreif und im Mount Journal steht quasi Hand von Salagra. Ist ein bisschen verwirrend, aber ist quasi dasselbe Mount. Wir gucken uns einmal kurz das Mount-Special an. Das ist nämlich ganz cool bei diesen ganzen Handmounts. Da hatte ich euch ja schon, ich glaube, mittlerweile 3 oder 4 verschiedene andere gezeigt. Also da gibt es tatsächlich einige von diesen Mounts. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt an, wo wir hier dieses letzte Handmount bekommen. Insgesamt ist es eigentlich schnell erklärt. Das Handmount gibt es über ein Meta-Achievement. Ganz so schnell geht es aber leider nicht, denn unter dem Meta-Achievement sind einige Punkte und unter anderem einer der Punkte ist ein anderes Meta-Achievement. Das heißt, es ist eine ganze Menge an Erfolgen zu erledigen. Wir wollen uns jetzt im Anführungszeichen Schnelldurchlauf die Erfolge angucken, die wir brauchen, denn ich habe für die meisten von diesen Erfolgen einzelne Videos gemacht, wo ich das ausführlich erkläre und das Ganze bei dann wahrscheinlich 20 Achievements, die overall bei beiden Meta-Achievements drin sind, wird es ein bisschen den Rahmen sprengen, aber ich versuche zumindest das euch halbwegs so zu erklären, dass es verstehbar ist. Sollten dann immer noch Probleme auftauchen, die Playlist verlinke ich euch dann nochmal für die ganzen Achievements. Wenn ihr irgendwo ein Problem habt, dann sollte das da nochmal ausführlicher sein. So, was müssen wir erledigen? Erstmal die Ketten durchbrechen, heißt dieses Meta-Achievement, und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Achievements. Und eins davon in der Offensive ist dann auch wiederum ein Meta-Achievement. Wir gucken ins erste rein, Ketten der Herrschaft. Und für Ketten der Herrschaft müssen wir Folgendes machen, schließt die folgenden Geschichtsstränge ab. Das sind insgesamt 9 Geschichtsstränge. Und der eine oder andere wird da schon aufgepasst haben, die Ketten der Herrschaft Geschichtsstränge sind natürlich die Paktkampagne, oder nicht die Paktkampagne, sondern die 9.1 Kampagne einfach hier aus Cortia. Das sollte eigentlich eines der leichtesten Dinge sein, einfach hier immer schön eure Ruhmstufe erhöhen und dann die Paktkampagne nach und nach durchspielen. Dann gucken wir uns den nächsten Punkt an, im Schergen der eisigen Finsternis. Für dieses müssen wir alle der unten aufgestehen gezählten besonderen Begegnungen der Peiniger von Torghast abschließen. Ja, das ist eigentlich auch nicht sonderlich schwierig. Und zwar ist es so, dass es in Schlund die Peiniger von Torghast gibt und die können hier spawnen in Torghast zu einer festen Zeit an fixen Punkten. Und zwar spawnen die alle 2 Stunden und zwar immer zur ungeraden Stunde. Heißt um 1 Uhr, um 3 Uhr, um 5 Uhr und so weiter. Also immer zur ungeraden vollen Stunde spawnen die quasi. Und das sieht man dann auch schön mit einem Totenkopf auf der Map gemarkt. Und hier ist es so, dass die in einer festen Reihenfolge sind und dementsprechend könnt ihr die auch ein bisschen abpassen. Wenn jetzt sich der ein oder andere fragt, wie kriege ich die Reihenfolge raus? Ihr könnt das in dem rauskriegen, dass nette Leute, unter anderem auf WoW-Head, einmal diese Reihenfolge mal reinposten. Das können wir jetzt mal exemplarisch machen. Heißt, wenn ihr auf WoW-Head geht und das Achievement hier eingebt, dann ist es so, dann könnt ihr in den Kommentaren gucken und dann gibt es Leute, die da die Reihenfolge reinposten. Genau, hier sind wir. Und dann könnt ihr halt gucken, wann welcher kommt. Also die haben da quasi immer dieselbe Reihenfolge. Das werden wir uns jetzt aber nicht genau angucken, weil das sind genauso Dinge, die quasi dann den Rahmen springen. Also heißt, das könnt ihr dann einfach nachschauen, wann das bei euch der Fall ist und dementsprechend schauen, welchen braucht ihr noch. Wenn ihr noch alle braucht, dann, naja, stellt euch da halt alle 2 Stunden hin und haut ihn um. Wie gesagt, das sieht man auf der Map, wo die spawnen. Gut, dann gucken wir uns das nächste an. Und zwar gehen wir jetzt hier wieder zurück. Ihr seht schon die Achievements, die sind teilweise in verschiedenen Reitern drin, mal unter Quests, mal unter Erkunden. Das nächste ist Erkundet Cortia. Okay, ich glaube, da brauchen wir nicht draufklicken. Wir müssen einfach Cortia erkunden, das sollte nicht das Problem sein. Dann der Archivarkodex, das ist einfach das Achievement, dass man den Archivarkodex auf Stufe 6 bringen muss. Das ist eine Ruffaktion und ja, das ist eigentlich relativ easy. Ihr questet hier das Gebiet durch, dann habt ihr so einen Typen in der Höhle, wo ihr Relikte abgeben könnt und dann sammelt ihr Relikte aus Rares, Kisten, Daily Quests. Mehr ist es nicht. Und das macht ihr halt so lange, bis ihr auf der maximalen Rufstufe seid. Gut, dann gehen wir wieder rein hier.
Das nächste, was wir haben, Cortia erobern. Und zwar müssen wir da schließlich unten aufgelisteten besonderen Begegnungen in Cortia und dem Schlund ab. Hier ist es so, dass wir einfach die Rare Mobs in Cortia umnatzen müssen, beziehungsweise auch im Schlund. Hier eine kleine Randinformation. Wenn ihr euch das Add-on Handy Notes und Handy Note Shadowlands runterladet, dann habt ihr hier die Mobs auf der Map angezeigt und könnt dann einfach diese einfach abklappern. Ein paar Ausnahmen gibt es tatsächlich. Es gibt 4 Rares, die müssen über Covenants beschworen werden. Also die könnt ihr dann wahrscheinlich selber nicht beschwören, aber ihr könnt dann mitmachen, wenn sie beschworen sind. Und dementsprechend sollte das eigentlich nicht das Problem sein. Ja? Und dann gibt es noch ein paar Rares, die ihr nur machen könnt, indem ihr in diese Rissportale reingeht. Das seht ihr dann aber auch auf der Map, sobald ihr im Rissportal seid, über Handy Notes, Handy Notes Shadowlands, wird das dann auch auf der Map angezeigt, wo dann diese dementsprechenden Rares sind. Genau, dann gucken wir nochmal zurück. Mal hoch. Als nächstes haben wir, in der Offensive machen wir als letztes, dann machen wir Rückgewinnung der Relikte. Hierfür müssen wir einfach alle Quest-Items einsammeln bei dem Archivar Codex. Hier ist es so, dass ich zudem auch schon ein ausführliches Video gemacht habe, um es kurz zu sagen. Es gibt hier jede Rufstufe beim Archivar Codex bekommt ihr im Endeffekt ein anderes Item, was ihr kaufen könnt, und mit diesem Item könnt ihr dann in die Rissphase gehen, um da die Quests zu looten. Die liegen dann einfach quasi rum. Die werden auch übrigens über die Add-ons, die ich euch jetzt schon ein, zwei Mal genannt habe, also über Handy Notes, angezeigt. Und ihr seht hier, wenn ich da bereits abgeschlossen anklicke, seht ihr, das sind diese Quest-Items, die werden euch auch auf der Map angezeigt. Da könnt ihr einfach hingehen, Quest annehmen und dann abgeben. Manchmal braucht man, um die Quest zu bekommen, muss man eine Kiste öffnen, kann man einen Schlüssel hier bekommen, oder man muss in die Rissphase, oder man braucht so ein bestimmtes Item, um mit Schwertern interagieren zu können. Dann gibt es unsichtbare Plattformen und dann kann man die holen. Aber auch zu dem ganzen Ding habe ich schon ein Video gemacht, wo das ausführlich gezeigt wird, beziehungsweise mit Handy Notes kommt man eigentlich auch zurecht, wenn man sich das einfach auf der Map anzeigen lässt. Dann gucken wir das nächste. Vorstoß des Todes, das ist einfach auch wieder den Vorstoß des Todes auf ehrfürchtig bringen. Das macht ihr, indem ihr die Weekly Quest hier macht, die Daily Quest hier macht, den World Boss tötet, die World Quest hier macht, die Invasion im Schlund bringt auch Ruf. Also alle diese Sachen am besten täglich bzw. wöchentlich machen, und dann seid ihr eigentlich relativ schnell da ehrfürchtig. Genau. So, dann schauen wir mal rein. Viel ist es jetzt nicht mehr in dem Erfolg. Schätze von Cortia. Okay, das ist auch selbst zu erklären. Wir müssen alle Schätze einmal aufmachen. Auch diese könnt ihr euch hier anzeigen lassen. Ihr seht, hier ist ein Schatz zum Beispiel. Oder da ist ein Schatz. Also es gibt dann einen Haufen Schätze, die nicht diese täglichen Schätze sind. Also nicht diese Pilze oder diese kleinen Schatzkisten, sondern die quasi einmal lootbare Schätze sind. Und die müsst ihr halt dann auch einmal aufmachen. Auch aber mit Handynotes kein Stress. Gut, dann hätten wir das soweit durch. Jetzt haben wir, glaube ich, noch das andere Meta-Achievement. Genau. Jetzt wird es nämlich interessant. Und zwar, das sind eigentlich alles relativ einfache Sachen. Wir müssen jetzt aber auch noch für das Mount in der Offensive abschließen. Und ihr seht, in der Offensive sind dann halt nochmal einige Achievements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück overall. Und die gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Und zwar haben wir einmal Vereinte Front. Und Vereinte Front ist einfach, wir müssen alle Paktangriffe einmal abschließen. Das sind zur Erinnerung, die ich euch vorher schon gezeigt habe, hier die Angriffe, die quasi immer eine halbe Woche aktiv sind. Jeden müsst ihr einmal abschließen, dann habt ihr das. Das ist nicht viel Zeitaufwand, vielleicht 10, 20 Minuten, um so einen Paktangriff zu machen. 4 Quests erledigen und dann die Endquest erledigen, wo ihr so einen Boss umhauen müsst, und dann hat sich das meistens auch schon. Dann schauen wir das nächste. Die anderen Sachen sind dann immer ein bisschen trickier. Genau, dann würde ich sagen, schauen wir hier weiter, diese Armee. Und zwar habe ich dazu auch schon einzelne Achievements gemacht. Es ist nämlich so, bei diesen Paktangriffen gibt es, wie gesagt, an immer 4 Quests, die ihr erledigen könnt. Von dem Pool aus um die 10 Quests, würde ich mal sagen. Und hier ist es so, schließt die Quest ihr und welche Armee einmal mit jedem der verschiedenen Champions ab. Bei dem Ding ist es so, ihr müsst den Paktangriff der Necrolords haben. Und dann muss die Quest ihr und euch und welche Armee aktiv sein. Und dann könnt ihr quasi
dieses Achievement abschließen. Dann könnt ihr nämlich einen Typen auswählen und wenn ihr die Quest dann abschließt, habt ihr einen Haken. Heißt, ihr müsst dann insgesamt 5 Paktabgriffe der Necrolords abwarten und es muss auch diese Quest aktiv sein. Die ist nicht immer unbedingt aktiv, ja, bei dem Angriff. Heißt, der Zyklus, weil es ja 4 verschiedene Covenants sind mit Paktangriffen, ist 2 Wochen. Also alle 2 Wochen habt ihr einen Necrolord-Angriff und dann müsst ihr quasi das mal 5 nehmen, Minimum, wahrscheinlich öfter, also sind es halt Minimum 10 Wochen, die ihr dafür warten müsst. Und jetzt habt ihr schon so ein bisschen Gefühl, dass das Achievement ein bisschen langwierig wird. Bei dem Achievement kann man zwar ein bisschen was cheesen, man kann theoretisch die Quest annehmen, einen Typen auswählen und dann eine andere Quest abschließen, die bei dem Paktangriff dabei ist, dann zählt ja trotzdem, die Quest abbrechen und quasi dann einen anderen auswählen und wieder eine andere Quest abgeben. Das geht, also es gehen nur die 4 Quests, die quasi bei dem Necrolord-Angriff am Start sind. Aber ich zeige das auch nochmal in einem extra Video, genau. Da wollen wir uns jetzt nicht länger quasi mit aufhalten. Aber das ist eine langwierige Sache und geht halt, wie gesagt, nur im Necrolord, in der Necrolord-Inversion. Dann gucken wir uns dort nächste an. Halt, da sind wir zu weit runter. Dann der Zuwalzer, so rum. Hierfür müssen wir, tanzt in der Nähe von 5 verschiedenen Schmieden in Zuwals Kessel, während ihr einen schlundischen Sonnenschirm haltet. Hier ist es so, da brauchen wir die Kyrianer, also den Kyrianer-Angriff. Und da haben wir eine Quest, dass wir quasi so Schmieden deaktivieren müssen. Das seht ihr dann auch schon ganz schön, da sind um so Schmieden hier immer große Kreise rum, große rote Kreise. Und wenn ihr reingeht, kriegt ihr Schaden. Und daneben dem Questgeber steht dann so ein Sonnenschirm rein. Und wenn ihr damit mit dem Sonnenschirm reingeht, könnt ihr das Ding aktivieren, ohne quasi Schaden zu bekommen. Ich habe jetzt, glaube ich, 3 Monate auf diese Quest warten müssen, weil jedes Mal, wenn die Kyrianer-Invasion war, quasi nicht diese Quest da war, um halt mit dem Sonnenschirm in die Schmiede reinzugehen. Ja? Das ist ein bisschen problematisch. Also das ist halt einfach eine Geschichte, wo ihr warten müsst. Am besten bei jedem Kyrianer-Invasion kurz mal gucken, hier runterlaufen. Ich glaube, der Questgeber stand hier, war hier unten auch. Oder man muss mit ihm hier unten sprechen. Auf jeden Fall, hier ist eine Schmiede. Hier oben war, glaube ich, irgendwo eine hier. Einmal gucken, ist da so eine Schmiede mit einem roten Kreis außenrum. Wenn nicht, dann ist die Quest halt leider nicht da und dann könnt ihr es nicht machen. Dann müsst ihr euch halt in jede Schmiede einmal reinstellen mit dem Sonnenschirm und einmal / tanzen. Und ja, das war's. Ich glaube, da musste man ein bisschen warten, ne? Sonst zählt es nicht. Irgendwie sowas war da. Da hatte ich nämlich auch am Anfang erst ein bisschen gestruggelt. So, da la. Dann haben wir Fuchsig werden. Das ist ein Achievement, das bei Pet Battle jetzt drin ist. Und das ist auch im Kyrianer-Angriff. Und hier ist es so, das könnt ihr bei jedem Kyrianer-Angriff machen, denn das ist unabhängig von Quest. Der Kyrianer-Angriff ist immer hier mit dem Spot. Hier steht dann ein NPC. Der hat auch so kleine Füchse dran. Und wenn ihr den einmal anquatscht, dann kriegt ihr so einen kleinen Fuchs. Dann kriegt ihr, ich glaube, ihr habt so einen NPC dabei und dann könnt ihr hier so Spuren quasi folgen, ja. Und quasi müsst ihr 3 Angriffe den Spuren folgen. Beim ersten wird er, glaube ich, irgendwo hintergerät, beim nächsten irgendwo hier hoch und dann irgendwo hier hinter, glaube ich. Und wenn ihr den Spuren folgt, ist am Ende immer der kleine Fuchswelpe, den müsst ihr dann einmal anquatschen und dann habt ihr quasi, wenn ihr es einmal gemacht habt, 1 von 3, 2 von 3, 3 von 3. Und wenn ihr ihn 3-mal gefunden habt, dann kriegt ihr auch ein Pet-Schlitzohr und habt das Achievement. Ja? Heißt, ihr müsst 3 Kyrianer-Angriffe warten. Also das ist auch wieder eine langwierige Sache, aber unabhängig von Quests, also das ist da ganz gut. Dann haben wir das nächste. Ja gut, Blizzard will einfach, dass ich es nicht richtig aussprechen kann. Krip, Rip, Rip, Krax, Helden. Dafür müssen wir Folgendes machen. Helft jedem der folgenden Charakter während der Nachtfee-Angriff. Frag mich nicht, wie man das schreibt. Ja, super. Oder wie man es ausspricht. Hier ist es so, wir brauchen die Nightfee, also den Nightfee-Angriff. Und dann gibt es, wenn wir Glück haben, diese Quest. Und mit dieser Quest können wir dann, glaube ich, das war so ein NPC, musste man einsteigen und dann hatte man mehrere so Buttons. Und dann musste man hier in dem ganz großen Bereich rumlaufen und diese ganzen Typen suchen und denen helfen mit. Musste dann irgendeinen von den Buttons immer drücken, um denen zu helfen. Auch dafür habe ich natürlich schon einen Achievement Guide gemacht. Wenn euch das näher interessiert, dann ich bin alle Typen abgelaufen, habe das dann auch näher gezeigt. Aber das ist überhaupt nicht schwierig. Die einzige Schwierigkeit ist halt,
in Anführungszeichen so lange zu warten, bis halt diese blöde Quest ab ist. Ich glaube, auch das hat bei mir 3 Monate gedauert, bis die Quest am Start war. Also da jeden Angriff einmal gucken. Die Quests ändern sich übrigens, wenn der Angriff einmal da ist, nicht. Ne? Also die sind ja 3,5 Tage lang. Ihr guckt einmal, was sind für Quests, sind es die falschen, könnt ihr wieder gehen. Ne? Wenn ihr jetzt keinen Ruf mehr für was anderes quasi da braucht. Dann gucken wir das nächste nach. Des Kerkermeisters Geheimvorrat. Öffnet während des Nightfee-Angriffs auf den Tiegel der verdammten 10 versteckte Ristruhen. Okay, hier ist es so, wenn der Nightfee-Angriff ist, könnt ihr quasi mit verschiedenen Sachen, also es gibt erstmal Quests, wo ihr in die Rissphase kommt und dann stehen da Ristruhen rum und die könnt ihr aufmachen. Das ist aber über eine Quest möglich oder ihr geht in den Riss hier in Cortia über diese Portale und lauft dann halt schnell hier hoch zum Nightfear-Angriff, weil die sind auch hier in dem Bereich, also ich glaube eine Viertelstunde ist man in einem Riss, ne? Wenn man über Cortia betritt, also es geht schon, wenn man im Mount rüberläuft, braucht ihr vielleicht 5 Minuten, habt ihr noch 10 Minuten die Kisten aufzumachen. Also das könnt ihr eigentlich bei jedem Nightfear-Angriff machen und es gibt sogar ein Item, was man bekommen kann, dass man sich ein eigenes Rissportal stellen kann, das kann man dann anklicken, könnt das einfach hinstellen und in die Rissphase gehen. Also das Achievement ist nicht sonderlich schwer, da muss man halt einfach nur ein paar Kisten zusammensammeln, wenn denn der Nightfear-Angriff am Start ist. Dann Grabbelkiste, öffnet 10 schlundgebundene Truhen während des Necrolords-Angriffs auf die Verdammnisfestung. Hier ist es so, dass ihr während des Necrolords-Angriffs hier oben auf die Mauer rauf müsst. Da sind nämlich dann ein Haufen so Kisten, die könnt ihr aufmachen, da sind irgendwie nur graue Sachen drin. Es ist so, wenn ihr an einem Tag könnt ihr nicht alle 10 kriegen. Ich habe es so gemacht, ich bin hingegangen, habe an einem Tag, glaube ich, 7 oder so da aufmachen können, irgendwie sowas um den Dreh. Und am nächsten Tag, wo halt dann auch noch der Necrolord-Angriff war, nochmal hoch und habt die anderen aufgemacht. Hier ist es von Vorteil, wenn ihr so einen Gripple-Hook habt, dann könnt ihr euch nämlich da hochhakeln. Da kann man bei Venari hier das quasi erlernen, ne, wenn ihr da ein bisschen Ruf habt. Oder wenn ihr hier eine Quest habt, da kriegt ihr so einen komischen Roboter, der kann auf die Mauer springen, aber die Quest ist nicht immer da. Leute, die das andere Handmount farmen, die können dann ein Lied von singen, weil die braucht man für das andere Handmount. Das ist ein bisschen, naja, ist aber eine andere Geschichte. So, dann gucken wir weiter. Jetzt haben wir noch 2. Hamsterer von Torghast. Nutzt Gegenstände, die Zahnbrecher aus dem Portal nach Torghast zieht. Hierfür müssen wir eine Ventier-Invasion haben. Und zwar hier oben haben wir einen Typen, der schimpft sich Zahnstocher. Und der ist auch nicht immer da. Der zieht hier aus dem Portal quasi, greift, der ist ein großer Riese, der greift dann immer mit der Hand in ein Portal ran und zieht Mobs aus Torghast raus und unter anderem auch andere Sachen. Und dafür zieht so ein Anima Orbs rauf, die könnt ihr auch anklicken, wie in Torghast auch, ne? Und Fähigkeiten auswählen oder auch so Vasen. Und sowohl die Vasen, wenn ihr die zerstört, als auch wenn ihr die Orbs anklickt, die zählen hier für das Achievement rein. Die sind aber personal, also zählen nicht in der Gruppe, ich habe das ausprobiert. Da habe ich auch natürlich ein Video zu gemacht, falls ihr das sehen wollt, wie es aussieht. Aber wie gesagt, ihr geht einfach dahin, schaut, ist der Zahnstocher da? Und wenn er da ist, dann macht er halt die 10 Dinger voll mit Urnen kaputt machen oder Anima Orbs anklicken. So, Dollar. Dann haben wir jetzt den Endspurt. Und zwar, angreifen und Tee trinken ist das Letzte. Serviert den folgenden Charakteren während des Ventier-Angriffs auf dem Trelacium Tee. Und das ist relativ easy. Es gibt eine Quest im Terrakium, auch hier oben wieder, wenn der Ventier-Angriff ist, dass ihr quasi mit Theodar, oder ist es mit Theodar, oder mit Tubins, einem von diesen Ventier-Typen, lauft ihr halt rum und könnt dann dementsprechend Tee servieren. Und hier ist es halt wichtig, dass ihr alle Typen erwischt. Hier ist es aber so, dass die nicht immer alle da sind. Ich meine, es sind immer nur 3 da gewesen, oder waren es 4? 3 oder 4 waren es, ich bin mir jetzt nicht sicher, die ihr abklappern könnt. Und dementsprechend müsst ihr halt schauen, welche sind da und denen Tee geben. Hier ist es, glaube ich, auch so, dass die switchen. Also könnt ihr dann am besten die Quest nicht abgeben an einem Tag, sondern am nächsten nochmal gucken, welche von denen da sind. Die genauen Positionen habe ich euch auch aber gezeigt in dem Video dazu. Also da habe ich auch natürlich auch ein Video gemacht. Und da gibt es halt die Positionen.
die sind alle hier in Triarchium. Also die kann man auch schon finden. Am besten Target-Makro machen oder halt auf Wirbelhead bzw. in meinem Video gucken, wo die genau sind. Genau, einfach abklappern, den T geben und dann hat man auch das Achievement. Das ist aber relativ oft ab, also das ist nicht das Problem. Gut, das waren dann soweit alle Erfolge in der Offensive und dann auch in quasi für die Kette durchbrechen. Wie gesagt, das hier sind alles einfache Sachen. Die in der Offensive ist halt auch einfach in Anführungszeichen, aber man muss halt teilweise Monate warten, bis die richtige Quest ab ist, was ich ausdrücklich sagen muss, das ist halt so dumm von Blizzard, dass sie das System so machen, dass du quasi Meta-Achievements bzw. Mount einfach dadurch gatest, dass du warten musst. Und vor allem, dann ist es ein paar Tage, kannst du es machen, wenn du es verpasst. Nicht jeder ist wie ich, dass er täglich in WoW unterwegs ist. Und für die Leute ist es wirklich ätzend. Also ich hoffe, dass sie davon Abstand nehmen in Zukunft. Es ist aber nicht, nicht anzunehmen. Und naja, ich drücke euch die Daumen, dass ihr keine Quest verpasst und dass euch quasi das Achievement und dann damit auch das hübsche Handmount erspielt können. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und ach ja, eins muss ich vielleicht noch sagen. Ich glaube, Blizzard hat da was geändert gehabt in der Offensive. Genau, man muss jetzt nicht mehr, das hatte ich jetzt fast vergessen, ich habe es noch gemacht, bevor es geändert wurde, man muss jetzt nicht mehr alle von diesen Dingern abschließen, sondern nur noch 6 Stück. Ja? Heißt, es sind ja insgesamt 9 von den Erfolgen. Dementsprechend, wenn euch 3 fehlen, habt ihr trotzdem das Achievement hier in der Offensive und damit auch das, was es wesentlich einfacher macht. Aber wenn ihr ein Achievement-Hunter seid, dann wollt ihr natürlich eh alle fertig machen. Gut, jetzt aber wirklich verabschiede ich mich an der Stelle. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Und wie gesagt, sollten noch Probleme da sein, schreibt es gerne in die Kommentare. Beziehungsweise ihr könnt dann auch in die Playlist gucken, wo die ganzen Achievements nochmal genauer erklärt sind und wo ich dann auch tatsächlich die Achievements zeige, während sie ich mache. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela, bis dann. Ciao.